Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und es gibt eine echt coole App für euch, ein echt cooles Spiel von Ketchup, kennen wir schon. Das Spiel Risky Road sieht schon mal echt cool aus. Ich habe es mal ganz, ganz kurz angetestet. Ihr seht, Best Score, 7 Games Played, 2. Also wir haben zweimal nur gespielt und auf diesem riskanten Weg oder auf dieser riskanten Straße, Risky Road eben, müssen wir dieses Ei transportieren in diesem LKW oder in diesem Pickup und wir starten einfach mal. Wir müssen... don't drop it. Oh, das fängt schon mal gut an. Sehr gut. Super. Nein! Gibt's doch nicht. Bisschen langsamer. Ach nö. Ist das schwer. Risky Road. Kennt ihr das Spiel, Leute? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Was ist euer Highscore? Och, nö. Mann. Nochmal. Nein. Ja. Sehr gut. 6. Schaffe ich mehr als 7 diesmal? Yes! Neuer Highscore. Nein! 10. Geht weiter. Ich glaube dran. Wir schaffen heute 20, sage ich. Ich weiß, oft kriege ich das nicht hin, was ich sage, aber ich habe mit Selbstvertrauen getankt und auf dieser riskanten Straße, auf der Risky Road, werden wir 20 schaffen. Oh. Das war nicht geplant. So, und wieder rüber. Wir müssen einfach nur auf dem Bildschirm tippen. Ja, super. Kann das Ei einfach nicht mal hier bleiben? Oh, oh. Ja, super. Klasse. Ja. Wie soll das denn klappen, Mensch? Diese App gibt es natürlich für iOS und Android. Das ist hier die kostenlose Version und sind bei 4. Vorsichtig. Yay! 9. Aber immer noch kein Highscore. 13 Spiele schon gespielt und wir sind gerade mal bei dem Highscore von 10. Ja, super. Schön ins Wasser. Klasse. Mann, ich werde hier schon ganz aggressiv. Hat auch so ein hohes Potenzial, Spieler aggressiv zu machen. Es macht Spaß, definitiv, aber das Ei bleibt einfach nicht hinten drin, wenn es ein Ei ist. Ich gehe mal davon aus. Ja, super. Ich bin auch viel zu schnell, merke ich mal am Anfang. Bisschen langsamer, Karl. Ein bisschen langsamer. So, okay. Nein! Das gibt's doch nicht. Also ich bin froh, wenn ich heute noch einmal über 10 komme. Oh, das sieht gut aus. Ja, über den Buchstaben geflogen. Sehr gut. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, da müssen wir einfach mal durchdrücken. Nein! Mann! Bei den Loopings... Da habe ich versagt. Aber ich finde es cool, dass immer eine neue Strecke kommt. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja, sehr gut. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel, Leute. Nein! Ich muss mich auch ein bisschen zügeln. Immer zu schnell. Ja, super, da bin ich nicht schnell und da passiert genau das Gleiche. Ich versuch's noch ein paar Runden, ne? Oh, sehr gut. Oh,
Och, super, Mann. Diese Loopings sind mega schwer. 23 Spiele gespielt. Das macht einen noch aggressiver, wenn man sieht, wie viele Spiele man gespielt hat und immer noch bei 10 hängen geblieben ist. Ihr könnt es wahrscheinlich viel besser als ich. Aber oh, das ist jetzt schon... Sehr gut. Komm jetzt aber. Och, Mann. Mann. Ich bin hier schon am Heulen. Das gibt es doch nicht. Wir müssen noch mal über 10 kommen. Das ist mein Ziel heute. Ich habe gesagt, ich will auf 20, aber mein Ziel ist, einmal noch über 10 zu kommen. Das heißt, mit 11 würde ich mich schon zufrieden geben. Aber sehr Spaß. Ich versuche das selbst einmal, Leute. Einfach nur runterladen und direkt starten. Och, nö, ne? Nicht dein Ernst. Oh, 27 Spiele gespielt. Die wollen es mir richtig unter die Nase reiben. Wie schlecht ich eigentlich bin. So, bis hierhin bin ich jetzt mal gut durchgekommen. So, 10. Komme ich auf 11? Yes. 12. 13. 14. Man muss ein bisschen ruhiger spielen, aber das ist sehr viel von der Strecke abhängig. 15. 16. Yes! 18. Mein Erfolg für heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Risky Road von Catch App. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ja, und dann denke ich, kann man vielleicht auch noch mal ein, zwei Runden spielen. Schreibt es doch in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!